Heute suchen wir Harry Taco Bowman. Racketeering. Ich habe leider keine Ahnung, was es ist. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Aber den Bruder werden wir uns heute mal vorknöpfen. Und wir schauen mal. He's been hiding in the Biker Club near the casino. I'm sending you the location. Alles klar, Leute. Racketeering. Schreibt es mir, wie gesagt, mal in die Kommentare. Wir fahren mal los. Der Kollege hinter mir. Ich hoffe, der fährt entspannt mit. Wir drehen mal einmal hier um. Und dann geht's mal zu dem bösen Bikerbuben. So, hier in der Kreuzung mal ein bisschen aufpassen. Die Zivilisten, die scheißen nämlich drauf, wo wir hier langfahren, auch wenn wir ein Sondereinsatzkommando sind. Der Kollege fährt fleißig hinter mir, schon mal sehr gut. Nur nicht so nah auffahren, Bruder, Alter. Ja, ich hab schon... Was ist los mit dem? Okay, wow, wow, halt, stopp, hallo, hallo, Kollege, stopp, hör auf, hallo, hallo, bremst. Was ist los mit dem? Okay, wir machen mal ganz schnell hier die Sirene aus. Leute, das wird ein Problem. Wir treffen uns hier nochmal. Also, kurze Versammlung bitte hier. Jungs, sieht so aus, als müssten wir die kompletten Biker hochnehmen. Das wird richtig, richtig heiß. Ich werde auch weitere Unterstützung rufen, die uns hier helfen. Und zwar ein weiteres SEK oder KSK. Muss ich mal gucken. Das heißt, wir werden erstmal unsere Langwaffen in die Hand nehmen, die wir nicht mit dabei haben, was echt peinlich ist. Das heißt, wir werden heute mit der Pistole da reingehen. Nein, werden wir nicht, Leute. Das machen wir nicht, ey. So, ich würde sagen, wir rüsten uns mal ganz schnell aus. Und zwar gehen wir hier auf das Weapons-Menü. Und wir schnappen uns hier die Special Carabiner MK2. Ich finde, die sieht nämlich am ehesten so aus wie ein G36. Die Kollegen hier haben die leider nicht mit dabei, haben sie vergessen. Aber ich glaube, ich habe die Option im Menü zu sagen, Langwaffenauswahl übernehmen, Partnerwaffen aktualisieren. Ja, die haben jetzt nicht wirklich eine Langwaffe bekommen, oder? Ganz kurz gucken. Naja, egal. Dann müssen die jetzt mit der Pistole da rein. Auch eine wichtige Sache noch, bevor wir da reinstürmen. Gehe in die Optionen und gebe mir mal Max Health und Max Armor, dass ich eben nicht gleich sofort drauf gehe. Wir spielen aus der Ego-Perspektive. Jungs, auf geht's. Voller Einsatz. Ich schleiche mich langsam mal hier an. Weil ich stelle mich erstmal hier an die Wand. Da drin ist richtig was los, wie ihr sehen könnt. Wir können nochmal ganz kurz, wir haben ja so eine Art Drohne, mit der wir hier rumfliegen können. Also hier haben wir zwei Jungs, die Sport machen. Der küsst erstmal den Boden. Hier haben wir Ladies, die bei dem Wetter wirklich ein bisschen spärlich gekleidet sind. Hier drüben haben wir nochmal zwei vom Lost MC. Und ich glaube auch da drin im Clubhaus ist auf jeden Fall die Party los. Da hinten steht, ah guck mal, hier steht auch nochmal einer. Also ist echt ordentlich was zu tun. Und ich glaube, ich rufe direkt jetzt am Anfang schon mal Unterstützung. Und zwar, ich sage, wir rufen das SEK. Und zwar, ja, zweimal. Und ich würde sagen, wir fangen einfach gleich direkt an. Weil die Jungs werden sich mit den Sirenen schon selbst verraten. Bam. So, den ersten haben wir schon mal. Let's go. Und die Jungs, rein, 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 rein. Waffen ziehen und rein da. Rein da. Waffen ziehen und rein da. Auf geht's. Geh in Deckung. Feuer frei, Bitches. Frohe Weihnachten. Ho, ho, ho. Ja. No. Oh, ich wollte gerade schießen. Jetzt kommt diese Animation. Ich kann aber nicht wahr sein. Let's go. Diese, ey, die Waffe, die ich habe, ist ja die Bombe, ey. Richtig nice. So, wo bleibt die Unterstützung? Ah, die stehen schon da vorne, oder? So wie es aussieht. So, ich gehe mal ganz kurz. Check mal kurz die Lage. Die Jungs sind auf jeden Fall da. Das ist immer sehr gut. Die haben auch Waffen dabei. Und sind schon mal soweit bereit. Das ist sehr gut. Hier vorne müssten die nächsten sein. Die chillen noch. Ah, die kommen gerade angefahren. Meine Kollegen haben hier sich positioniert am Eingang. Einer, zwei direkt hier offen. Den einen haben sie schon in den Helm runtergeschossen. Die arme Sau. Und ich stehe hier drüben und chill ein bisschen. Aber gut, das ändern wir gleich. So. Wir gehen mal ein bisschen vor. Achtung, Jungs, geht vor. Wow, was ein Schuss, ey. Richtig gut. Richtig gut. Wow. Oh, also bitte nicht hingucken, ja? Ich hoffe, ihr habt ja nicht in den Schritt geschaut. Das wäre sehr unverschämt von euch. So, wir rücken mal vor. Lade mal nach. Jungs, mitkommen. Wo seid ihr? Okay, guck mal hier. Die Jungs vom KSK sind auch am Start. Ich finde die Skins von denen auch richtig awesome, so. Ganz ehrlich, die sind... Habe ich jahrelang gar nicht so richtig gesehen, ey. Komm, ich habe sogar eine Mikro-SMG eingesammelt. Also warten kann man. Wir sammeln erstmal ein bisschen ein, was hier so rumliegt. Wir müssen ja noch stürmen, Jungs. Komm mal mit.
Oder darf ich wieder alleine rein? Okay, wir gehen auf jeden Fall nochmal hier ums Gebäude rum. Nicht, dass hinten sich noch einer versteckt. Da war ja vorhin einer, wie ich ihn gesehen habe. Der könnte aber auch schon jetzt hier... Das könnte der gewesen sein. Aber auf Nummer sicher gehen. Ich weiß nicht, ob ich hier von hinten rein kann in das Gebäude. Ich glaube aber nicht. Mit dem Schnee sieht es aber auch richtig awesome aus gerade, oder? So, habe ich denn... keine Granaten dabei. Das würde ich aber gerne nochmal ändern. Und zwar gehen wir nochmal kurz ins Waffenmenü. Und zwar würde ich gerne Tränengas mitnehmen. Das sollten wir auf jeden Fall benutzen. Oh, schnell wieder raus. Okay, jetzt wird Tränengas reingeschmissen. Okay, in Deckung gehen. Waffe wieder nehmen. So, ich habe dich schon mal ein bisschen ausgeräuchert. Ja, danke, dass ihr da hinten alle so cool steht und mich da alleine reinlasst. Ey. Das ist wieder ein tolles Teamwork. Ey. Auf jeden Fall hat es dem bestimmt nicht so gefallen, dass ich da gerade Tränengas reingeschmissen habe. Wir sind auch schwer am Husten, ich hör's. Hört ihr's? Ah, okay, Shots fired. Einen habe ich schon mal. Oh, die liegen, guck mal, das ist Tränengas, hat die kaputt gemacht. Frank's been shot, ja. Achtung, nachladen. Ist der noch am Leben? Nee, ne? Boah, direkt um die Ecke, ey. Schweinehund. Bin ich erschrocken, ey. Nachladen. Sag mal, geil, dass ich da alleine rein darf, ey. Okay, langsam, Ralf, langsam. Oh, die Ladies, Alter, hier mit denen. Boah, was ist denn hier los? Okay, haben wir auf die Seite. Boah, hast du gehört, was die gesagt hat? Ich wiederhole das mal lieber nicht. Ich bin keine Bitch. Du bist eine Bitch. Entschuldigung, frohe Weihnachten. Oh. Feuer frei, Baby. Feuer frei, würde ich sagen. Oh shit, da rennt noch einer rum. So, wir haben jetzt die ganzen bösen Buben gerade ins Gefängnis gebracht von dem Biker-Einsatz und die Hälfte unseres Teams ist ja leider so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Deswegen sind wir noch zu zweit. Wir haben die auch hier mit diesem wunderbaren Justizbus hergefahren. Wenn ich mich nicht täusche, Jason, ja, Grüße gehen raus. Ich glaube, den Skin habe ich damals von dir bekommen. Sehr geil, das Teil auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Deswegen war eine große Biker-Gang. Ich meine, wir haben auch die Hälfte abgeknallt. Also was heißt die Hälfte? Wir haben fast alle abgeknallt. Warum fehlt denn hier... Das ist ja peinlich. Das ist ja nur so ein Stumpen von Schranke hier. Egal. Wir gucken uns mal ins Menü. Und zwar die Most Wanted-Liste. Und wir hatten den Tourney. Hatten wir jetzt wegen Racketeering. Ich weiß immer noch nicht, was es war. Ich würde sagen, was gucken wir denn? Was haben wir denn noch hier am Start? Ted Bundy kennt man ja. Human Trafficking. Okay, das ist Menschenhandel. Terrorismus. Ich würde sagen, wir haben hier nochmal so einen Racketeering-Typ. Gucken wir mal Harry Tucker Bowman an. Was bei dem so ab... Ach, guck mal, Harry Tucker Bowman. Schon wieder der Biker Club. Bin ich eigentlich bescheuert? Ich wollte euch was anderes nehmen. Ach, wisst ihr was? Drauf geschissen. Dann gehen wir einfach nochmal zum Biker Club. Was macht er denn hier? Ist mir egal, wir fahren da wieder hin. Da gibt es anscheinend schon wieder denselben Einsatz. Habe ich richtig Bock drauf. Aber warum denn nicht, hey? Ich würde sagen, diesmal versuchen wir es mir mal mit dem Sniper-Gewehr. Finde ich eine coole Idee. Also gleich Sniper-Einsatz beim Biker Club. So Leute, der Einsatz ist klar. Kill the Bikers. Wir sind jetzt hier auf der Rückseite von dem Gebäude. Und wie ich schon gesagt habe, haben wir mal ein fettes Sniper-Gewehr mitgenommen. Ich werde es mal zeigen. Das hat auf jeden Fall Durchschlagskraft, auch mit dem schönen Scope oben drauf. Und deswegen werde ich jetzt mal hier mich irgendwo positionieren, wo wir auf das Gelände schauen können. Was hier so sogar ziemlich gut aussieht, wo ich gerade bin. Von hier habe ich einen guten Einblick, aber ich glaube, die sehen mich auch. Mal schauen, vielleicht kann ich mich ja auch... Soll ich auf das Gelände gehen und versuchen, vom Dach runterzuschießen? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Hier drüben rechts ist nur Wiese. Ich glaube, wir versuchen es mal links rum. Aber ich glaube, die sehen mich, wenn ich hier lang renne. Ah, sieht gut aus, sieht gut aus. Vielleicht komme ich auf das Gebäude... Ah ja, passt mal auf. Vielleicht. Ich meine, da brauche ich wahrscheinlich keine Sniper für. Aber ist mir eigentlich auch egal. Ich glaube, wir bleiben einfach hier. Wir fangen einfach von hier an. Okay, wir versuchen mal zwei auf einmal zu erwischen. Ich weiß nicht, ja, ich habe beide erwischt. Sehr gut. Dafür ist ein Sniper da.
Wow, 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 shit, ey. Komm, die Alte. Ah, mein Sniper-Gewehr. Nice. Nachladen. Wo ist denn sein Kopf? Da. Okay, alles klar. Ich würde sagen, mein Kollege ist echt Kamikaze unterwegs da vorne, wie ihr seht. Ah, ich lade nach. Shit, 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 shit. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen in Deckung gehen. Sonst kriegen wir... Mein Kollege, der Mutter, der sammelt schon die ganzen Kugeln von denen ein. Sehr freundlich von ihm auf jeden Fall. Ah. Komm, ah, ich habe ihn in den Arm geschossen. Sehr gut. Okay, der Winkel hier ist echt mies. Ich frage mich gerade, wo die Tante hingerannt ist. Wow, von wo krieg ich denn... Okay, ich krieg noch richtig ab hier. Wow. Wow, wo kommt die jetzt auf einmal her? Alles klar, alles klar. Oh, leck mich am Arsch. Okay, wir müssen ganz kurz hier ein bisschen auf die Seite. Holy shit, ey. Da hinten ist noch einer. Wie gut schießen die denn heute? Wow. Okay, die kommen langsam alle hier rüber. Okay, das wird hart. Oh, oh. Glück gehabt. Oh, no. No, 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 nachladen. Ich muss nachladen, ich muss nachladen. Nehm doch einfach die andere Waffe. Oh, Alter, hab ich ein Glück, ey. Dachte, ich wäre selber drauf gegangen gerade. Tief durchatmen, Ralf. Nein, der lebt noch, der lebt noch. Schieß doch, schieß doch. Puh. Okay, ja, hab ich echt ein bisschen Gänsehaut bekommen gerade. Holy shit, ey. Okay. Ich würde sagen, mein Kollege ist leider rest in peace. Und wir brauchen definitiv noch Unterstützung. Da gehe ich nie nochmal alleine rein. Was ist echt das für ein Heli hier über uns? Spinnst du oder was? Verpiss dich. Ist ein News-Helikopter oder was das? Nicht, dass er zu dieser Motorrad gern gehört. Schau, so Land gewinnst hier. Ja, mehr als dem deinen Kopf. Jetzt klingt auch mein Telefon. Was ist denn jetzt wieder los? Ja, das ist wieder. Was macht denn dieser Heli da, ey? Okay. Wow. Tschüss, Heli. Ja, das hat sich auf jeden Fall erledigt mit dem Heli. So, erstmal die Waffen einsammeln. So. Also, ich rufe jetzt nochmal zur Unterstützung. Ein lokales SEK. Ich hoffe, dass die hier rankommen. Und ich hole mir noch einen Rettungsdienst, weil ich brauche unbedingt, Oh shit, oh, da kommt einer raus, da kommt einer raus. Okay. Erstmal durchatmen. Jetzt kommen die da oben angefahren, die Rettungsdienst. Really? Wie soll ich denn da Hilfe bekommen? Nee, warte mal, da oben ist es... Die Sondereinsatzeinheit ist da oben und der Rettungsdienst ist da vorne, sowas. Ja, ich würde gerne nochmal hier Tränengas benutzen. Ich weiß aber nicht, ob ich das in die Tür reinschmeißen kann. Ich glaube, das geht nicht. Nee, die Dose bleibt einfach davor liegen. So, die Jungs vom Sondereinsatzkommando sind auf jeden Fall irgendwo hier. Ich schau mal, ob ich jetzt vielleicht hinten die ein bisschen ausräuchern kann. Schmeiß einfach mal hin, was an die Wand. Vielleicht geht es ja durch die Mauer durch, so, ne? Aber ich glaube, ich muss da wieder rein. Ja, Jungs, schön, dass ihr da oben seid. Schade, dass ihr nicht runterkommt. So, ich versuche mal da vorne zum Krankenwagen zu rennen, dass ich wenigstens ein bisschen Lebensenergie bekomme. So, Jungs, hier bin ich. Halt, stopp! Hallo! Ach, so schön. Ja, nee. Also gut, das funktioniert nicht. Dann mache ich das wahrscheinlich selber. Und zwar, Optionen, Magthals und Armor. Wie gesagt, sonst brauche ich da nicht reingehen. Sonst bin ich RIP. Also ich versuche es nochmal mit dem Tränengas. Das hat vorhin super funktioniert. Und wieder raus hier. Ah, lass mich raus, lass mich raus. Also wie nennt sich das? Eine Granate. Tränengas habe ich da reingeschmissen auf jeden Fall. Man sieht's. Ah, ne, hier gehe ich erstmal nicht rein. Sind alle im Husten. Ich warte erstmal ab. Okay. Wow, 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 wow.
kommt er denn her? Seht ihr, beinahe wäre ich tot. Beinahe wäre ich tot, ey. Wow, der hat mich aber ganz schön erwischt. Wo kam der denn her? Aus welcher Ecke? Der Krankenwagen dreht da vorne eben noch seine Kreise, so. Gut, ich warte mal ein bisschen. Ja, jetzt auch alles oder nichts, Leute. Komm, ich kann ja nicht immer pussymäßig hier mir... Ja, jetzt haben sie auch noch die Tür zugemacht. Ich kann ja nicht einfach immer sagen, so, ja, hier bei Lebensenergie und da und so. Ich würde zwar gerne, aber ey, es gibt halt auch die Möglichkeit, ne, drauf zu gehen. Pre-Fire, Pre-Fire. Nachladen. Und nochmal kommen. Tränengas. Oh Gott, sind da viele. Aber cool, ich habe Tränengas da reingefeuert, wo sie waren. Okay, okay, okay. Ich sehe durch den Nebel halt fast gar nichts. Da ist jemand am Husten, hört ihr es? Komm, probieren wir es nochmal. Oh, oh, nein, 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 nein. Schön selbst gegen mich selbst was ausgeräuchert hier. Ja, unsere Kollegen, die chillen da oben an der Hecke, die machen gerade so Gärtnerarbeiten da am Zaun. Der Krankenwagen, der feine Fett. Oh, da ist er! Was zur Hölle war das denn gerade? Jetzt hat die Garage aufgegangen. Hä? Was passiert hier? Wilde Folge auf jeden Fall. Wie überleben die das denn da drin, bitte? Auf die Toilette, schnell! Da war einer. Ich habe ihn genau gesehen. Nice, habt ihr es gesehen? Wie die Waffe feuert. Nein! Ah ja, irgendwie habe ich es ja auch verdient. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Gerne auch ein Abo. Schönen vierten Advent und die Glocke aktivieren. Macht's gut, ich bin draußen. Ciao, ciao. Huja! Wolltet ihr schon immer mal auf einen geilen Discord-Server mit über 3000 Mitgliedern? Supergeile Kategorien, richtig viel los. Kommt vorbei, Link hier in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch.